Lexi TV Burschenschaften. Studentisches Fechten. Warum die Mensur bis heute als Mutprobe gilt. Deutsche Geschichte. Warum Burschenschafter auf der Wartburg für eine geeinte Nation kämpften. Rechtsextreme Bünde. Warum das Verbindungswesen bis heute von nationalistischen Tendenzen durchzogen ist. Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Lexi TV. Bei uns geht es heute um eine besonders traditionsreiche Studentengruppe, die Burschenschaften. Seit fast 200 Jahren bestehen diese Verbindungen, deren Traditionen teilweise martialisch, nationalistisch und überholt wirken. Fakt oder Vorurteil? Wir wollten uns ein Bild machen und haben in Jena die Burschenschaft Teutonia besucht. Sie ist eine der ältesten Burschenschaften Deutschlands mit lebendiger Tradition. Es ist eine jahrhundertealte Tradition. Und ein bisschen sieht man das der Bekleidung auch an. Das studentische Fechten ist für die Burschenschafter der Teutonia in Jena Pflicht, ob sie es mögen oder nicht. Die Übung ist eine Vorbereitung auf die Mensur, den traditionellen Fechtkampf der Burschenschaft. Zweimal muss jeder Kandidat antreten. Jedoch nicht, um seinen Gegner zu besiegen, erklärt Felix Tessenow von der Teutonia. Man ficht miteinander, nicht gegeneinander. Gewinner in dem Sinne gibt es nicht. Verlieren kann man auch nichts. Es geht darum, sich selbst zu überwinden, auch, weil es ist ja schon Adrenalinstoß. Man kämpft vielleicht auch mit der Angst ein, oder sich zu überwinden. Man hat gewonnen, wenn man dasteht, weil es macht eben nicht jeder. Und das ist für uns das Wichtigste. Der Abstand zwischen beiden ist streng geregelt. Die Abfolgen der Schläge wie eine Choreografie einstudiert. Anfangs wird noch mit stumpfer Klinge gefochten. Später, im richtigen Kampf, sind die Klingen scharf. Doch auch dann, so sagen die Teutonen, sind sie so gut geschützt, dass sie sich nicht verletzen können. Auf den Schmiss, die charakteristische Narbe im Gesicht, legt hier keiner mehr Wert. Das war früher noch ganz anders. Die Teutonia geht zurück auf die erste Burschenschaft, die 1815 in Jena gegründet wurde. Mit Waffe und Verstand wollten die Burschen für ein geeintes Vaterland eintreten. Heute haben sich die Ziele gewandelt. Die Teutonia befürwortet ein vereintes Europa. Dennoch steht auch sie unter dem Generalverdacht, ein Hort rechtsextremer Gedanken zu sein. Es ist überall ein Fünkchen Wahrheit dran. Ob es jetzt auf diesen Bund, auf den Teutonia zutrifft, ist wieder eine ganz andere Sache. Das Verbindungswesen ist recht kompliziert aufgebaut. Es gibt ganz viele Schattierungen. Und natürlich gibt es wie in jeder Gesellschaft auch in den Verbindungen schwarze Schafe, beziehungsweise halt das eine Lager und das andere Lager und die Menge dazwischen. Und ich denke, wir sind in der Menge eher dazwischen, vielleicht sogar eher liberaler als die Mehrheit. In der Tat haben sich die Aufnahmekriterien gelockert. Anders als früher können heute auch Ausländer, Kriegsdienstverweigerer und Homosexuelle Mitglied werden. Weder Religion noch politische Meinungen spielten eine Rolle, heißt es. Wer zur Teutonia will, muss nur noch drei Voraussetzungen erfüllen. Er muss studieren, fechten und ein Mann sein. Für so einen Bund wie hier, damit er funktioniert, du musst irgendwo Kriterien setzen. Sagen, wer kommt, pro forma, wer kommt rein, wer kommt nicht rein. Das ist wie bei einem Kegelverein. Da drinnen wird gekegelt und wer da drinnen nicht kegeln will, tritt nicht in den Kegelverein ein. Und als Burschenschaft hier aus Jena muss ich sagen, wir nehmen nur Männer auf. Genauso wie es hier vor Ort zwei Damenverbindungen gibt, die nehmen nur Frauen auf. Denen wird nie der Vorwurf gemacht. Also es gibt natürlich Regularien, das ist ganz klar, aber die gibt es überall im Leben. Für einige Jahrzehnte gab es in Jena keine Burschenschaften. Zur DDR-Zeit waren sie verboten. Doch schon kurz nach der Wende kamen die Teutonen zurück in ihre Heimat. Heute treffen sich hier wieder ehemalige mit jungen Mitgliedern, um eine sogenannte Kneipe zu feiern. Es macht Freude und irgendwie fühlt man sich auch, wenn man selbst aktiv war in jungen Jahren, verpflichtet, das zu fördern und zu unterstützen, auch die jungen Studenten zu unterstützen. Sowohl als Berater als auch finanziell und beruflich. Die alten Herren, wie sie genannt werden, verschaffen Kontakte zur Wirtschaft und helfen beim Berufseinstieg.
es wäre unaufrichtig zu sagen, dass man nicht irgendwo leichter an etwas kommt, zum Beispiel leichter an einen Praktikumsplatz. Aber wenn man das macht, dann steht man natürlich auch im Wort des alten Herrn. Also so viel leichter im Endeffekt ist es gar nicht, weil man muss einfach mehr Leistung dann bringen. Weil er hat sich ja für jemanden verbürgt und dann wollen die anderen natürlich auch sehen, dass der was kann. Für die Teutonen steht die lebenslange Freundschaft mit Gleichgesinnten im Vordergrund. Deshalb werden sie sich auch in Zukunft hier treffen, in Jena, der Heimat aller Burschenschaften. Nicht nur bei uns in Deutschland, auch in anderen Ländern Europas haben sich Burschenschaften gegründet, in Estland zum Beispiel. Hier haben die Burschenschafter eine wichtige Rolle in der jüngsten Geschichte des Landes übernommen und sich für einen eigenständigen Staat eingesetzt. Wie das studentische Verbindungsleben außerhalb Deutschlands aussieht, das zeigen wir Ihnen später in dieser Sendung. Eine ähnliche Rolle wie in Estland spielten die Burschenschaften auch in unserer Geschichte. Im 19. Jahrhundert war Deutschland noch in viele kleine Staaten aufgeteilt. Die Burschenschaften setzten sich schon früh für eine vereinte Nation ein. Um ihre Forderungen gemeinsam zu vertreten, kamen Studenten aus allen Teilen Deutschlands im Oktober 1817 in Eisenach zum Wartburgfest zusammen. Der 18. Oktober brach an. Ein heiterer Herbstmorgen hatte die Nebel in silbernem Reif niedergeschlagen. Und von den Strahlen der aufgehenden Sonne beleuchtet, glänzte die Wartburg aus dem Dufte der Berge emporsteigend und als heilige Stätte dieses Tages von jedem in stillem Ernste begrüßt. So begann in der Erinnerung eines Teilnehmers das Wartburgfest von 1817. Die Staaten in Deutschland hatten sich gerade von Napoleon befreit. Es herrschte Aufbruchstimmung im Land. Das Wartburgfest ist natürlich in erster Linie ein studentisches Fest gewesen. Aber das Wartburgfest bildet eine Brücke zwischen der Zeit der Befreiungskriege, zwischen der Zeit sozusagen des frühen Konstitutionalismus und dann der Zeit, die wir als Vormärz bezeichnen, die in die 48er Revolution hineinmündet. Das Fest war also ein erster Schritt auf dem Weg zu einer deutschen Nation. Angestoßen wurde die politische Diskussion auf der Wartburg von den Burschenschaftern. Deren Ideale wie Ehre, Freiheit und Vaterland liegen dem Wunsch nach einem Nationalstaat zugrunde. Zum Wartburgfest war erstmal im Festablauf geplant, dass man das Reformationsjubiläum begeht, dass verschiedene Ansprachen auch in die Richtung gehalten werden, dass man den Befreiungskriegen gedenkt, dass man sich in dem Zusammenhang auch an die Vorstellung noch mal annähert einer gemeinsamen Nation. Und schließlich, das hat sich im Verlauf des Wartburgfestes ergeben, der 19. ist dann geplant worden für eine gemeinsame Burschenfeier. Und da ging es darum, dass man innerhalb der Studentenschaft einen Konsens findet. Konsens darüber, welche politischen Ziele die Burschenschaften in Zukunft verfolgen wollten. Wer am Fest teilnahm, trug sich in die Gästebücher der Wartburg ein. Unter den Einträgen aus dem Oktober 1817 ist auch der folgende. Die Worte im Wallenstein, spät kommt ihr, doch ihr kommt, fanden leider bei mir keine Anwendung, denn ungeachtet aller Mühe kam ich von meiner Reise aus Norwegen zu spät zum Reformationsfeste. Nicht verwunderlich in einer Zeit, in der an die Eisenbahn noch nicht zu denken war. Die 500 Teilnehmer kamen größtenteils zu Fuß nach Eisenach, selbst aus dem fernen Kiel. In einer langen Reihe zogen die Männer dann auf die Wartburg, die damals noch eine Ruine war. An der Spitze der Festteilnehmer mit dabei die Fahne der Jenaer Urburschenschaft. Ihre Farben, Schwarz-Rot-Gold, galten als Zeichen gesamtdeutscher Siege. Noch heute hängt eine Nachbildung im neuen Festsaal der Wartburg. Die Farben der Urburschenschaft, die aus studentischem Brauchtum stammen, wurden kombiniert mit Farben der Uniform der Freiwilligen Jäger aus den Befreiungskriegen. Sie sind übernommen worden dann, Wartburgfest, über das Wartburgfest hinaus getragen worden in den Vormärz. Und man hat sozusagen das alte Original der Burschenschaft abgetrennt, jetzt von der Farbkombination, die zur Nationalfarbe geworden ist. Doch daran war 1817 noch nicht zu denken. Ein einheitliches Deutschland gab es nicht. Vielmehr war das Land eine Ansammlung vieler kleiner Staaten und Fürstentümer. Das Wartburgfest endet mit einem Siegesfeuer. Doch dann beginnen die Studenten Bücher zu verbrennen. Schriften, die als vaterlandsfeindlich gelten und sich gegen das Deutschtum richten, werden Opfer der Flammen. Ein weithin sichtbarer Ausdruck der nationalistischen Strömung.
Die Bücherverbrennung repräsentiert überhaupt gar nicht das gesamte Fest, sondern man muss sie sozusagen als einen Extrempunkt einer bestimmten Gruppe sehen. Im Nachgang ist die Bücherverbrennung natürlich politisch unbedingt instrumentalisiert worden. Nach der politischen Kundgebung werden viele Burschenschafter von den Gegnern eines geeinten Nationalstaates verfolgt. Zeitweise werden die Verbindungen ganz verboten. Das negative Image vom nationalistischen Männerbund haftet ihnen bis heute an. Auf der Wartburg treffen sich die Verbindungen immer noch, um dem Fest von 1817 zu gedenken. Das Auftreten und die Ideale einiger Burschenschaften werden nach wie vor sehr kritisch bewertet. Unweit der Wartburg haben sich die Burschenschaften 1902 in Eisenach selbst ein Denkmal gesetzt. Auf der Göpelskuppe thront das Burschenschaftsdenkmal in Form einer stilisierten Kaiserkrone. Innen wölbt sich das Deckengemälde Götterdämmerung über den Vorreitern der Burschenschaftsbewegung. Das Denkmal ist bis heute umstritten, genauso wie die Ansichten und das Auftreten vieler Studentenverbindungen. Doch es gibt große Unterschiede zwischen ihnen. Die Spanne reicht von rechtsextremen Gruppen bis zu liberalen Bünden, von den klassischen Burschenschaften über katholische Verbände bis hin zu Frauenverbindungen. Was die Studentenbünde vereint und was sie unterscheidet, das zeigt der folgende Film aus dem Jahre 2003. Ad strophan, gaudia. Möge dieser wunderschöne Frühlingstag für das Hissen der Fahne ein Zeichen setzen und ein genauso herrliches und erfolgreiches Semester einleiten. Zum Hissen der Fahne bitte ich Bundesbruder Weigert nach vorn. Singen können muss man nicht, um Ruperte zu werden. Es reicht, männlich zu sein und katholisch in dieser einer konfessionellen Studentenverbindung in Regensburg. Und hineinpassen sollte man, bereit sein, gewisse Regeln einzuhalten und den Geist früherer Generationen weiterzutragen. Viele Studenten finden im Verbindungshaus eine Heimat. Martin Sperl muss sich seinen Platz am Tisch erst erarbeiten. Der Betriebswirtschaftsstudent ist Mitglied auf Probe, ein sogenannter Fuchs, seit einem halben Jahr. Also das Ganze war irgendwie gewöhnungsbedürftig. Ich habe am Anfang gar nicht gewusst, dass es sowas wie Verbindungen gibt. Ich bin dann über einen Freund hierher gekommen, habe hier in Regensburg Zivildienst gemacht und habe mir das Ganze dann hier mal angeschaut und dann die Leute kennengelernt. Und von dem her war es dann klar, dass ich auch hier zur Ruperta gehe. Was finden Studenten in Verbindungen? Kontakte, Freundschaften, Studentenromantik oder etwas anderes? 160 Euro zahlt Martin monatlich für sein Zimmer im Verbindungshaus in der Regensburger Altstadt. Damenbesuch ist bei den katholischen Studenten erlaubt. Auch Freunde aus der Schulzeit besuchen den 21-Jährigen hier, obwohl sie erst verwundert waren über seinen Beitritt zu einer Verbindung. Am Anfang waren die Vorurteile da, aber die konnte ich eigentlich alle ausräumen. Ja. Den Leuten das hier gezeigt, den Freunden, von denen mir das wichtig ist, die irgendwelche Vorurteile gehabt haben, auch irgendwelche Freundinnen mit hierher gebracht, weil gerade Mädchen oder sowas sind immer sehr unaufgeschlossen gegen Verbindungen. Die haben gleich immer irgendwelche Gedanken, dass das, ja, das Männerverein und so weiter. Wenn man sich das so anschaut, auch wenn man in Vollkulier rumläuft, die Leute also wirken immer ein bisschen unnahbar. Das ist schon ein bisschen komisch am Anfang, weil es einfach keiner kennt. Also wer kennt Verbindungen noch heute in Deutschland? In Vollcouleur, das heißt in voller Montur, in den Farben der Verbindung. Korporationen haben ihren eigenen Wortschatz. Daran hat sich Martin schon gewöhnt. Der militärische Aufzug täuscht. Die Säbel, sogenannte Schläger, sind nur zur Zierde. Fechten dürfen die katholischen Studenten nicht. Das widerspräche dem christlichen Selbstverständnis.
Über die Maßen religiös müssen die Ruperten nicht sein. Den sonntäglichen Kirchgang fordert die Verbindung schon. Schließlich gehört der katholische Glaube zu den vier Grundprinzipien der Verbindung, neben wissenschaftlichem Ehrgeiz, Vaterlandsliebe und lebenslanger Freundschaft. Sie ernst zu nehmen, dazu ermahnt der Pfarrer, ein Bundesbruder. Das sind meine Wünsche für das Semester, das Farbe bekennen, nicht nur auf dem Haus, wenn wir jetzt zum Kommerz gehen, sondern Farbe bekennen im Alltag, dort, wo wir hingestellt sind, dort, wo wir zu den Menschen gesandt sind. Ich wünsche euch allen ein erfolgreiches, gutes Semester. Gefährlicher geht es bei den Bubenreutern zu, einer Burschenschaft in Erlangen. Es riecht nach kaltem Schweiß in der Umkleidekabine. Die Schutzkleidung wird seit Generationen benutzt. Blut fließt selten beim Training. Die Klingen sind stumpf, anders als bei scharfen Partien. Zweimal die Woche üben sie, weniger als die meisten Burschenschaften. Jeder von uns muss es erlernen. Das fördert eben den Zusammenhalt bei uns. Wir sehen es als gemeinschaftsbildende Maßnahme. Aber es wird keiner gezwungen, eine scharfe Partie zu stellen. Es muss also keiner scharf fechten. Es gibt allerdings genug Bundesbrüder, die das dann trotzdem machen. Eben aus Interesse, aus Eigeninteresse. Fertig. Hoch bitte. Los. Halt. Ehre und Vaterland wollten die Bubenreuter mit ihren Waffen einst verteidigen. Heute könnten sie damit nicht viel ausrichten. Doch das Fechten und der Schmiss auf der Wange ist vielen Burschenschaften immer noch wichtig. Fürs Selbstverständnis. Nicht so für die Bubenreuter. Wir haben nehmen inzwischen auch Zivildienstleistende auf, war eine lange Diskussion, aber wir machen es trotzdem, weil wir nämlich sagen, dass nicht so sehr die Wehrhaftigkeit im Vordergrund steht, sondern eigentlich, frei nach diesem Kennedy-Wort, der Einsatz für das eigene Land, für den eigenen Staat, die Identifikation damit. Und deswegen sagen wir, was ein Zivildienstleistender in seiner Zivildienstzeit leistet, ist genauso wertvoll für das deutsche Vaterland, für die Bundesrepublik Deutschland, wie jemanden, der Dienst an der Waffe tut. Und deswegen ist auch zum Beispiel das Fechten in den Hintergrund getreten. Die Bubenreuter sind im Vergleich zu anderen Burschenschaften relativ liberal. Politisches Engagement, seit je das Ziel von Burschenschaftern, bezieht sich bei ihnen vor allem auf Diskussionen und Gespräche, zum Beispiel über die Zukunft Deutschlands in Europa. Eine Mitgliedschaft für Ausländer, das entspricht nicht der Tradition der Burschenschaften. Die Bubenreuter nehmen zumindest diejenigen auf, die eine deutsche Erziehung genossen haben. Markus Schuck ist seit 5 Jahren Bubenreuter. Der 26-Jährige wird in einem Jahr sein Maschinenbaustudium beenden und damit seine Burschenzeit. Dann ist er ein sogenannter alter Herr. Er muss sein Zimmer im Haus räumen und den Bund finanziell unterstützen, mit einem jährlichen Beitrag von 350 Euro. Auch dann will er noch aktiv bleiben, zum Beispiel bei der Gestaltung der Website. Es ist ein Stück weit Familie geworden, das Ganze. Und wie es in der Familie mal so ist, ne, man ist nicht nur 2 Jahre Familienmitglied oder Vater oder Tochter oder weiß ich was, sondern man ist sein Leben lang eigentlich damit verpflichtet. Das spiegelt ja auch den Bund wider, das Lebensbundprinzip. Eben, dass man ein Leben lang die Freundschaft pflegt. Und ja, ich fühle mich dann ein Stück weit berufen dazu, da mitzuhelfen einfach. Mit farbstudentischen Grüßen, Dr. Richard Ott. Nichtmitgliedern ist der Zutritt verboten, wenn die Studentinnen der Würzburger Damenverbindung Salia ihre monatliche Versammlung abhalten. Das sind ja nichts Geheimes. Aufkleber und Kullerkarten geben wir sonst auch raus und verschicken die. Ich denke, sollst du es machen? Achso, das könnte sogar gewesen sein, als ich Skriptura war. Es könnte durchaus sein, dass ich das getippt habe. Wie oft sie sich treffen, nach welchen Prinzipien sie leben, das wurde bei der Gründung vor 9 Jahren festgelegt.
Unsere 7 Gründungsdamen haben damals sich die Satzung quasi ein bisschen selber zusammengestellt, ein bisschen bei anderen Verbindungen geguckt, nach deren Traditionen. Naja, und so ergab sich das halt, dass wir jetzt unsere eigene Satzung haben und nach den Regeln leben wir. Mhm. Ja. Dann schließe ich jetzt den Konvent um, was haben wir? 20 vor 4. Alles klar, kurz und knackig. Das Lob der Bundesschwestern, der Lohn für viele Stunden Arbeit. Als Vorsitzende in diesem Semester hält Stefanie Landmeier Reden, organisiert Feste, Vorträge, Ausflüge und eine humanitäre Aktion. Dieses Semester unterstützen die Salierinnen ein Würzburger Kinderheim. Die Humanitas gehört zu den Prinzipien der Damenverbindung. Also schon viel Arbeit, man steckt doch immer drin mit dem Kopf die ganze Zeit, denkt an 1000 Kleinigkeiten und bei mir laufen so quasi die Fäden zusammen, wenn was ist. Alle rufen mich an und das ist auf der einen Seite auch anstrengend, aber auf der anderen Seite auch schön. Das couleurstudentische Leben findet überwiegend in den Wohnungen der Bundesschwestern statt, solange sie kein eigenes Verbindungshaus haben. Davon können die Frauen bisher nur träumen, wie auch von den Kontakten, die Männerbünde bieten. Die Salierinnen betonen zwar, dass sie kein Karrierenetzwerk sein wollen, aber helfen werden sie sich wohl dennoch irgendwann einmal. Noch sind die meisten der 45 Salierinnen Studentinnen oder Berufsanfängerinnen. Stefanie folgte ihrem Gefühl, als sie dem Bund beitrat. Und zwar war der Vater von einer Freundin kooperiert in Bonn. Und die Frau von ihm, also er ist schon lange Jahre tot, hatte immer noch Kontakt zu seinen alten Bundesbrüdern. Und der Kontakt war so intensiv, die ganzen langen Jahre noch, dass ich mir gedacht habe, Mensch, das ist so eine schöne Sache, wenn es das gibt für Frauen, dann möchte ich das auch. Und tatsächlich, bei meinen Einschreibungstagen, wurde mir dann gleich ein Flyer in die Hand gedrückt. Und habe ich angerufen, als ich auf Wohnungssuche war. Habe mich mit den Mädels getroffen, auf einen Kaffee. Und dann hat man sich so Stück für Stück allmählich kennengelernt. Und dann war das keine lange Entscheidung mehr. Ich habe dann gedacht, tritt ich ein, keine halben Sachen. Zweimal pro Semester feiern die Salierinnen eine Kneipe, ein studentisches Fest nach überliefertem Brauch. Auch die Damen haben ihre Farben. Gold und Rot lehnen sich an die Stadtfarben Würzburgs an. Das Weinrot steht auch für den Wein, den die Damen trinken statt Bier. Königsblau für das fränkische Herrschergeschlecht der Salier, nach denen sie sich benannt haben, und für die Freundschaft. Das Wichtigste für die Salierinnen. Statt eines Schlägers tragen die Damen Rosen. Da wir schon lange nicht mehr in diesem Kreis zusammensaßen, ist nur zu prüfen, ob unsere Stimmbänder während der Semesterferien nicht eingerostet sind. Darum sehen wir den schönen Kantus vom Hohen Olympiarat, Pagina 41 in den kleinen Löchern. Solange es Gott gefällt, ihr lieben Brüder, wollen wir uns dieses Lebens freuen. Und fällt der Vorhang einsam dann nieder, dir sollte zu dir jeder strahlen. Allerdings, dass jede Salierin auch im Leben menschlich handelt. So bietet unser Lebensbund keinen Platz für Egoisten. In unserem Semesterprogramm steht sinngemäß geschrieben, wir wenden uns gegen Wertelosigkeit und Egoismus an den Hochschulen. Deshalb ein Libert Kreisrat Floriat Salier ad multis annas. Lieder, Trinksprüche und Ablauf haben die Salierinnen von Männerverbindungen übernommen. Stefanie leitet das Fest, fordert zum Trinken auf, bestimmt, wann sich die Bundesschwestern unterhalten dürfen. An sich ist das ein so feierliches Zeremoniell, wenn man das so nennen kann, das einem in eine gewisse Stimmung versetzt oder in eine feierliche Stimmung versetzt, die einfach keinen Platz lässt, auch irgendwo darüber zu lachen. Es ist einfach ein Ablauf, der so eben ist oder gegeben ist und den wir eben so feiern. Und da ist an sich nichts Belustigendes dabei.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Guter Gott, ich danke dir für den schönen Tag heute und ich bitte dich, gib uns Interesse für die Fuchsenstunde jetzt und Freude dran, den Stoff unserer CV-Geschichte zu lernen. Fuchsenstunde bei den Ruperten. Martin und die anderen Füchse lernen heute die Geschichte des CV, des Kartellverbandes, der Dachorganisation ihrer Verbindung. Was waren die geistesgeschichtlichen Hintergründe für die Gründung des CV? Damals eben diese Auseinandersetzung zwischen Liberalismus und Kirche. Das ist die gleiche Entstehungsgeschichte. Und gerade der Liberalismus, das heißt CV überhaupt, und eben auch diese Bosen dann eben, die sich dann eben letztlich als... Noch viel zu tun für Martin bis zur Burschenprüfung in einem halben Jahr. Dann entscheidet sich, ob er festes Mitglied wird. Wenn die zum Beispiel von Außenstehenden gefragt werden, dann sollen sie auch so ein bisschen Auskunft geben können über die historischen Wurzeln des Verbandes. Sie sollen auch letztlich auch wissen, warum wir letztlich auch hier sind in dem Verband. Da wird ja eben, weil ich glaube, nur wenn man die Wurzeln der eigenen Verbindung verstehen kann, kann man auch verstehen, warum man letztlich dann gewisse Rituale hat, und wie eben das Ganze hergekommen ist. Und eben auch für Außenstehende, dass man das begründen kann einfach auch. Damit man sich sagt, ja, ich bin jetzt da drin und trinke jeden Tag meine 10 halben Bier, so nach dem Motto. Aber sonst gibt es keinen Grund, dass ich hier bin. Ne? Sie müssen auch mit 20? In der Einladung ja, mit Prosecco ist frei. Mit Erdbeerleimis und Flyern werben die Ruperten für ihre Party am Abend. Ich habe damit eigentlich überhaupt keine Erfahrung zu diesen, wie heißen es wieder, Bruderschaften oder nein? Burschenschaft. Konnte ich in Kontakt und wir meines ganzen Studiums eigentlich auch nicht. Und deswegen weiß ich nicht recht, was ich davon halten soll. Unsicherheit über eine Institution, die schon öfter in die Schlagzeilen geraten ist, weil einzelne Verbindungen der rechten Szene nahestehen. 2001 hat die Regensburger Universität der Burschenschaft Teutonia das Verteilen von Flugblättern auf dem Hochschulgelände verboten, wegen radikaler Inhalte. Generell sind die Leute reservierter, ja, das muss man sagen. Aber das liegt auch daran, dass halt einfach stereotypisiert wird, dass Verbindungen im Allgemeinen, ob es jetzt eine Burschenschaft ist, ob es jetzt wir sind als CV-Verbindung, dass alles in einen Topf geworfen wird. Damit hat man schon hin und wieder zu kämpfen. Martin wird im neuen Semester seine Bundesbrüder täglich sehen. In der Freizeit und bei den rund 30 offiziellen Veranstaltungen der Ruperten. Zu Beginn des Semesters, wenn besonders viel los ist in der Verbindung, ist es schwer, auch dem Studium gerecht zu werden, hat Martin festgestellt. Er tröstet sich damit, dass er durch die Erfahrungswerte älterer Bundesbrüder auch Zeit sparen wird. Also ich für meinen Teil muss sagen, ich bin relativ froh, dass ich in so einem System drin bin, wo ich mich zurechtfinden kann, wo ich irgendwo dazugehöre. Und zum einen lernt man Verantwortung zu übernehmen oder sich irgendwo durchzusetzen. Zum anderen lernt man aber auch, wenn man irgendwo in der Gesellschaft ist, wie jetzt bei uns, wenn man sich einen Senior anschaut, der dann die ganze Versammlung oder so leiten muss oder irgendeine Rede hält, dass man sich irgendwo präsentiert. Chargen, Schläger frei. Hiermit eröffne ich die hochoffizielle Semesterantrittskneipe unserer lieben Rupertia im Sommersemester 2003 mit 3 Schlägen. Die ersten beiden Schläge stehen bei mir, der dritte bei meinen Konchargen und mir. Mit der Teilnahme an dieser Kneipe wollen wir, ob alte Herren, Burschen oder Füchse, unsere Verbundenheit zur Rupertia bekunden und gemeinsam mit unseren Gästen, Kartell- und Bundesbrüdern einen geselligen Abend verbringen. So erschalle nun der ehrwürdige Kantus, O alte Burschen Herrlichkeit, der da steht auf Pagina 108. Ad primam! Wenn
Martin mal einen Praktikumsplatz oder einen Job sucht, dann weiß er, dass seine 400 Bundesbrüder und 32.000 Kartellbrüder im Dachverband des CV zumindest versuchen werden, ihm zu helfen. Heute 5 gleichwertige Bewerbungen hätte, das ist ein CVer dabei, werde ich den natürlich bevorzugen, weil ich weiß, das ist die entscheidende Voraussetzung, dass dieser Bewerber die richtige weltanschauliche Verantwortung trägt und das weiß ich, wo er steht. 2,50 Euro zahlen die Bubenreuther für ein warmes Essen. Wer sich an den Tisch setzt, sollte allerdings die Regeln kennen. Schimpfwörter sind verboten. Wer flucht, wird abgefasst, das heißt, eine Geldstrafe ist fällig. Bei schweren Verstößen, wenn zum Beispiel ein Bundesbruder unter Alkohol ausfällig wird, drohen härtere Strafen, wie der sogenannte Schwarzwald. Man darf bis zu 21 Tage nicht mit den Bundesbrüdern reden und nicht mit ihnen Mittagessen. Auch das Band darf man nicht tragen. Die Bubenreuther sind ein Erziehungsbund und es gibt auch Erziehungsmittel. Und unter anderem die Strafe des Schwarzwaldes oder des doppelten Verrufes ist ein Erziehungsmittel, nichts anderes. Und deswegen ist es durchaus sinnvoll, demjenigen auch die Grenzen aufzuzeigen, dass er hier nicht alles machen kann. Sich einfügen in die Gemeinschaft, das ist eine Fähigkeit, die früher wohl leichter fiel. Die Bubenreuther konnten sich um die Jahrhundertwende ihre Füchse aussuchen. Über die Hälfte der deutschen Studenten war Ende der 20er Jahre korporiert. Heute sind es nur noch 2%. Neue Mitglieder erhoffen sich die Bubenreuther durch eine gewisse Anpassung an die Moderne. Wenn ich was gegen eine Regel habe, dann kann ich auch selbstverständlich was unternehmen gegen diese Regel. Ich kann auf die Versammlung gehen, kann sagen, also ich habe das und das finde ich ja total überflüssig. Das müsste längst mal rausgestrichen werden, verbessert oder korrigiert werden. Und dann wird man schon sehen, denn die Gemeinschaft entscheidet. Wenn sich andere finden, die genauso denken wie ich, dann wird es natürlich umgesetzt. Ganz klar. Und deswegen ist es lang kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, damit kann ich mich überhaupt nicht identifizieren und ich will nie mehr was zu tun haben mit diesem Bund. Nein, nein, ich muss versuchen, ihn zu gestalten und dann, sage ich mal, auch mich einzubringen und ihn zu formen. Leben im Verbindungshaus, das heißt auch Verzicht auf Privatsphäre. Markus empfindet das Zusammensein manchmal als beengend, aber das gehört eben dazu. Gemeinsames Haus aufräumen, gemeinsame Sportstunden, gemeinsame Fechtstunden. Manchmal ist das Gemeinsame extra betont, denn das steht auch im Vordergrund. Der eine mag die Fechtstunde nicht, der eine mag den Vortrag nicht, der eine geht nicht gern zu Kneipen. Das sind immer so. Jeder hat immer verschiedene Standbeine. Aber erst wenn man alles zusammen durchgemacht hat, versteht man eben den Sinn der Gemeinschaft, die hinter dem Bubenreuthersein sich versteckt. Auf farbenfrohe Kleidung kommt es den Bubenreuthern jedenfalls nicht an. Sie wollen bodenständig sein. Keine Uniformen, keine Zeremonien in Latein. Die 5 Kilometer zum Stammsitz in Bubenreuth legen sie so zurück wie ihre Gründungsväter. Traditionen sind manchmal anstrengend. In des Herzens dieser Klause fühlt ich hoffnungsvolles Hart. Seine Blick aus blauen Augen, die auf meines Lebens fahrt. Aus dem Wind die Fahne flattert, schwarz und über Ufen rollt. Sie singen von vergangenen Zeiten, als das Studentenleben noch romantischer schien, die Aufgabe der Burschenschaften klarer. Und erhaschen ein Gefühl davon, wie es war, als Studenten noch eine wichtige politische Kraft darstellten, als sie für ein einiges Deutschland und für die Freiheit kämpften. Und sie nehmen mit, was auch den Vorfahren wichtig war: Freunde und das Bewusstsein, Bubenreuther zu sein, ein Leben lang. Ich und du, wir haben einander gern und legst du mich verlagern, was der Bombe kalatern. Ich und du, wir haben einander gern und legst
schreib mal auf Wiederholung als Thema. Mal gucken, was noch so hängen geblieben ist. Ein Chor mit weißer Perkussion. Auf weiß quasi. Die Salierinnen haben es schwerer mit ihrem Selbstverständnis. 9 Jahre sind eben wenig im Vergleich zu fast 200 Jahren Tradition. Deswegen nimmt Stefanie die Ausbildung der Füchse besonders ernst. Schließlich sollen sie die Verbindung nicht blamieren. Die kenne ich gar nicht. Das ist durchscheinend hier. Ja, die kenne ich nicht. Die Farben solltet ihr eigentlich mittlerweile können. Ihr seid ja schon Semesterfuchs. Schwefelgelb. Schwefelgelb. Hier BSH als Abkürzung. Die Füchse müssen sich nicht nur in der Welt der Verbindungen auskennen, sondern auch gute Manieren beweisen. Wir haben kein eigenes auferlegtes Prinzip, dass wir nur ein Glas Wein trinken dürfen oder nur 2 Gläser Bier, wenn wir andere Verbindungen besuchen, sondern jede Salierin sollte sich ganz normal benehmen, wie sie sich sonst in der Öffentlichkeit auch benehmen würde. Dass man sich als Frau nicht betrinkt und dann sturzbetrunken auf fremden Verbindungshäusern auf der Treppe liegt und nicht mehr nach Hause kommen kann, das ist nicht das Bild einer Salierin und das machen keine Bundesschwestern. Dann macht ihr was, wenn euch einer begrüßt? Sitzt ihr die oder sitzt ihr die? Sitzen. Ja, und zwar durch die Bank erstmal weg. Und wenn euch der Herr irgendwie, was ich, freundlich gesinnt ist, dann könnt ihr dann das Du anbieten. Die Dame bietet dem Herrn das Du an. So. Nur rund 20 Frauenverbindungen gibt es in Deutschland, obwohl die erste bereits Ende des 19. Jahrhunderts gegründet wurde. Frauenverbindungen werden von vornherein etwas anders gesehen, weil wir werden halt doch eher als, ich weiß nicht warum, aber als Bedrohung wahrscheinlich gesehen, weil die Männer reagieren doch eher ein wenig kritisch, um das mal so ausdrücken zu dürfen. Ich kenne sehr viele Leute, die damit sehr gut umgehen können, aber ich habe natürlich auch schon sehr oft erfahren, dass die Leute gerade hier in Würzburg, weil es auch so komprimiert ist, eher negativ reagieren. Aber damit muss man halt umgehen können und es stellt ja auch eine Herausforderung dar. Ein besonderer Tag für Stefanie Landmeier. Zipfeltausch mit ihrer Freundin Barbara Rüther. Ein Brauch, den die Salierinnen von den Männern übernommen haben. Zipfel, das sind Anhänger mit einer individuellen Gravur. Nur Bundesschwestern und Brüder, die einander sehr verbunden sind, führen die Zeremonie durch. Also, ich finde das ganz toll, dass ich die hohe Ehre habe, euren Zipfeltausch zu zelebrieren. Und ja, da ich euch ja jetzt schon so ziemlich lange kenne, gucken wir mal, was ihr euch so ausgesucht habt. Also, der Zipfelspruch: Würzburg ist unser Schicksal. Das ist Barbara, ihrer lieben Steffi. Kommst du jetzt da rein? Und ihr dürft anstoßen. Auf euch. Ich freue mich ganz besonders, dass ich jetzt mit dir endlich unseren Zipfel getauscht habe. Ja. Nachdem wir schon so lange versprochen haben. Nee, echt. Ich freue mich auch voll. Cool, dass wir Zipfelschwestern sein. Finde ich echt prima. Rot und Gold sind Würzburgs Farben, unserer schönen Stadt am Main. Sie wollen wir in Ehren tragen, unserem Bund stets Heimat sein. Wir kennen uns schon sehr lange, haben eigentlich schon sehr lange Zeit auch miteinander verbracht, viel Zeit. Wir kennen uns, glaube ich, hier so mit, also unter allen am besten in- und auswendig. Und es ist halt einfach, um unsere Freundschaft nochmal zu besiegeln. Das ist halt was Besonderes. Genau. Genau. Was ist das für ein Gefühl, wenn man Zipfel getauscht hat? Wie Weihnachten. Im Haus der befreundeten Walhallanen feiern die Salierinnen ihren 9. Geburtstag. Eingeladen sind auch Freunde, Eltern und natürlich Korporierte. 9 Männerbünde haben Abgesandte geschickt. Ob sie gekommen sind, um den Damen ihren Respekt zu zollen, um zu sehen, wie sich die Frauen anstellen, oder weil sie von einem Fest zum nächsten ziehen, ist egal. Hauptsache, das Haus ist voll. Musicus Satis. Es ergeht ein strenges Non licet vagari, fumare et telefonare. Corona seviatis. Strenge Regeln sind Männer und Frauen gewöhnt.
Telefonieren, rauchen und den Platz verlassen ist die nächsten 3 Stunden untersagt. Stefanie spricht von dem langen Weg, den die Salierinnen zurücklegen mussten, und von ihrer gefestigten Rolle in Würzburg. Also ich finde das ein unheimlich fantastisches Gefühl, gerade da wir heute unser 9. Stiftungsfest an dem Platz auch feiern, an dem wir unseren Gründungsfestkommers und auch unser 1. Stiftungsfest gefeiert haben. Und gerade da es eine fantastische Möglichkeit ist, Hundeschwestern wiederzusehen, die man nach der Studienzeit aus den Augen verloren hat. Und ich hoffe, dass das weiter so gut läuft. Also ein Vivat, Crescat, Floreat, ADV, Salia, ad multos annos, wie es so schön heißt. Floreat ad multos annos. Wie wird es in vielen Jahren aussehen? Werden die Salierinnen ein Karrierenetzwerk aufgebaut haben? Werden sie noch immer Freundinnen sein? Und wird es sie überhaupt noch geben? Vor allem die männlichen Verbindungsstudenten werden es beobachten. Salierinnen in Würzburg gibt es bis heute. Doch Damenverbindungen wie die Salier oder auch die katholischen Kartellverbände sind keine Burschenschaften im eigentlichen Sinne. Vielmehr haben sich im Laufe der Zeit verschiedene andere Studentenverbindungen entwickelt, zu denen auch die sogenannten Corps gehören. Deren Mitglieder verpflichten sich unter anderem dazu, politisch neutral zu sein. Doch auch bei den Corps spielen Traditionen eine große Rolle, wie die Autorin Monika Regelin 2007 beobachtet hat. Jahr für Jahr dasselbe Ritual. Die Weinheimer Chorstudenten treten an, um ihrer Verbindungsbrüder zu gedenken, die in diversen Kriegen seit 1870 gestorben sind. Totenehrung auf der Wachenburg. Was hier zählt, ist Haltung. Einer von ihnen, Daniel Schmidt, 21 Jahre alt, BWL-Student aus Mannheim. Und deswegen schulden wir den gefallenen Chorbrüdern Dankbarkeit, Respekt und Verehrung. Sie haben in der grausamsten denkbaren Prüfungssituation kompromisslos vornehme Haltung bewiesen, die Fundament einer Kultur ist, ohne die wir unser Leben nicht lebenswert finden können. In der sogenannten Ehrenhalle sind die Namen der gefallenen Chormitglieder auf Tafeln eingraviert. Nazis, Kriegsverbrechen oder Holocaust sind bei dieser Zeremonie absolut kein Thema. Hier geht es aber weniger um die Tatsache, dass wir Schuldzuweisungen formulieren oder auch hier, sondern eher, dass wir den Toten gedenken. Und da sprechen wir natürlich vom Zweiten Weltkrieg, aber sprechen genauso gut vom Ersten Weltkrieg als auch vom Französisch-Preußischen Krieg. Und da das jetzt auf den Zweiten Weltkrieg zu fixieren, finde ich haltlos und vor allem sehr respektlos gegenüber anderen gefallenen Chorstudenten. Das ist er, der sprichwörtliche Chorgeist. Einmal im Jahr kommen sie hier zusammen auf ihrer Hausburg in Weinheim und zelebrieren die alte Burschenherrlichkeit. Die jungen Studenten zeigen sich stolz in vollem Wichs. So nennen sie die alten Gala-Uniformen ihrer Verbindungen. Daniel gehört zum Chor, Hermunduria Leipzig zu Mannheim-Heidelberg. Wahlspruch, treu allzeit, in Freud und Leid. Ich kann mich in jeder Lebenslage, und das weiß ich hundertprozentig, auf meine Chorbrüder verlassen, falls irgendwas sein sollte. Wenn ich Probleme habe, aber genauso gut, wenn es gut läuft, sind meine Chorbrüder immer für mich da. Und diese, speziell im Studium oder wenn man als Studienanfänger, ist so eine Gemeinschaft natürlich nicht zu unterschätzen. Weil Studium ist halt doch wieder, man wird im Prinzip ins kalte Wasser geworfen und dann mach mal. Die Wachenburg gehört den Weinheimer Chors. Bis heute finanzieren die Mitglieder den Unterhalt. Bei der Jahrestagung geben die alten Herren den Ton an. Der akademische Nachwuchs schuldet ihnen Respekt und Dankbarkeit. Wer in einen Chor eintritt, verpflichtet sich fürs ganze Leben, auch finanziell. Ein Generationenvertrag, bei dem die Alten die Jungen unterstützen. Wenn das Studium beendet ist, mit Erfolg in den meisten Fällen, und dann man in Amt und Würden ist, dann wird man alter Herr.
im Prinzip als ja, Sponsor des Vereins natürlich auch. Also Sie zahlen auch kräftig? Kräftig, es hält sich in Grenzen, es hält sich in Grenzen. Ist es einem eben wert. Ne? Man möchte dazugehören und das tun wir eben dazu. Man hat auch so ein bisschen das Gefühl, man wäre gar nicht so viel älter geworden, wie man es an Jahren tatsächlich geworden ist. Ne? Es ist so, als wenn Sie in einen Urlaubsort kommen, zum mehrfachen Male, dann haben Sie auch das Gefühl, die Zeit bleibt ein bisschen stehen. Allerdings, das Ganze erinnert an ein Kostümfest. Aber auch Daniel und seine Kommilitonen haben ihre Gründe, hier mitzumachen. Die Vorteile sind zum Beispiel eine günstige Wohnung, eine Erleichterung des Einstiegs ins Studium und später halt Networking mit alten Herren, Praktika bekommen, vielleicht den einen oder anderen Vorschuss bekommen, später bei der Einstellung. Ich habe viele Freunde überall in der Welt eigentlich und dadurch kommt das. Und wir halten halt eben zusammen. Und wenn dann Anfragen kommen, versuche ich. Nachmittag. Im Festsaal beginnt der sogenannte Kommers. Saufen und Grölen auf Kommando, da dürfen wir nicht dabei sein. 2 Stunden später. Übrigens, Fechten mit scharfer Klinge ist für alle Pflicht. Die Mensur schweißt zusammen, sagen sie. Einer für alle, alle für einen. Gebt Feuer! Zum Schluss der Fackelzug durch den Wald hinunter nach Weinheim. Du siehst alles falsch. Mich hat mein Geschick von den Freunden in den und natürlich wird auch dabei tapfer gesungen. Die Chor-Hitparade hoch und runter. Wofür sind die Rosen? Die werden an die Zivilbevölkerung, also an die Damen der Zivilbevölkerung. An wen? An die Damen der Zivilbevölkerung. Ah ja. Womit haben Sie sich das verdient? Einfach, weil sie da sind. Das ist genauso, wie man zum Muttertag halt eine Rose an Frauen oder zum Frauentag. Die Damen der Weinheimer Zivilbevölkerung werden begeistert sein. Kaiser Wilhelm lässt grüßen. Sehr steif für ein Besenstiel. Viele Studentenverbindungen haben sich mittlerweile geöffnet und vertreten eine liberale Weltanschauung. Einige andere Burschenschaften jedoch gelten mit ihren nationalistischen Ansichten als rechtsextrem. Teilweise werden sie sogar vom Verfassungsschutz beobachtet, so auch in Hessen. Absurderweise erhalten manche Verbindungen aber trotzdem Steuervergünstigungen, weil sie als gemeinnützig gelten. Eine Bestandsaufnahme aus dem August 2007. Vor wenigen Wochen in Marburg. Die Burschenschaft Germania hat zu einem Vortrag eingeladen. Thema: Antisemitismus als politische Waffe. Die Polizei schaut sich die Besucher genau an. Denn bei einigen wird schon an Abzeichen, der Kleidung und einschlägigen Tätowierungen klar, dass sie politisch ganz rechts außen stehen. Einer der Besucher erzählt uns dann auch ganz offen, dass er gar kein Problem mit extremistischen Ansichten hat. Es wurde Zeit, dass man jemand den Mut hat, darüber zu reden. Das ist alles, ja, alles. Ja. Ich freue mich darüber. Es gibt Rechtsextremisten, es gibt Linksextremisten. Und in einer Demokratie muss man beides ertragen können. Ja. Hoffe ich. Haben wir aber nicht. Wir haben keine Demokratie. Wir haben eine Parteiendiktatur. Im Internet macht die Germania einen einladenden Eindruck. Doch uns will man bei dem Vortragsabend nicht dabei haben. Dabei ist das Burschenschaftshaus gemeinnützig und wird steuerlich gefördert. Der Hauptredner des Abends ist Gérard Menouin, ein bekannter Rechtsextremer. In seinem Vortrag macht er klar, wer schuld sei am Antisemitismus, die Juden selbst. Es ist die generationenlange Absicht des Zionismus, möglichst überall den Antisemitismus zu schüren und aus jüdischen Leiden Vorteil zu ziehen, um die eigene Sache zu fördern. Tatsächlich sind Hass auf Juden und jüdisches Leiden der Sauerstoff der zionistischen Bewegung. Der Sozialwissenschaftler Dietrich Heiter hat solche Tabubrüche bei der deutschen Burschenschaft immer wieder beobachtet. Die organisatorische Nähe zum Rechtsextremismus ergebe sich da zwangsläufig. Bei der Gründung des Republikanischen Hochschulverbands, also der Hochschulorganisation der sogenannten Republikaner, waren Burschenschaften führend beteiligt. Burschenschaften waren auch führend im Nationaldemokratischen Hochschulbund, Hochschulorganisation der NPD, führend beteiligt. Burschenschaften haben damals den
neofaschistischen Ring freiheitlicher Studenten, auch eine Anlehnung an Österreich, hier in Deutschland gegründet. Also im hochschulstudentischen, akademischen Milieu gibt es durchaus diese Überschneidung zum dann auch organisierten Rechtsextremismus. Ein weiteres Beispiel ist die Gießener Burschenschaft Dresdensia Rugia. Aus ihr stammen vier Führungsfiguren der NPD. Einer ist Landtagsabgeordneter in Sachsen. Burschenschaften wie die Germania in Marburg und die Dresdensia in Gießen entwickeln sich immer mehr zu Kaderschmieden der rechtsextremen Szene. Und auch die Dresdensia Rugia wurde über Jahre indirekt staatlich gefördert. Denn die Vereine, denen die Burschenschaftsheime gehören, sind in der Regel gemeinnützig, das heißt steuerbegünstigt. Gemessen an dem, was dort politisch gedacht wird, halte ich es für vorsichtig formuliert schon merkwürdig. Gerade wenn auch die Bundesregierung ja Überlegungen anstellt, gezielter gegen den Rechtsextremismus vorzugehen und entsprechende Initiativen, die das auch betreiben, finanziell zu fördern, denke ich, kann man auf der anderen Seite nicht zulassen, dass Organisationen, die ein derartiges Weltbild auch bewusst nach außen vertreten, finanziell den Status der Gemeinnützigkeit bekommen. Die Deutsche Burschenschaft hat nach eigenen Angaben bundesweit 15.000 Mitglieder in 120 Bünden. In Hessen stehen mindestens 6 davon im Ruf, ultrarechte Positionen zu vertreten. Fast alle diese Verbindungen haben gemeinnützige Wohnheimvereine. Wir wollten vom Finanzminister wissen, weshalb diese Burschenschaften steuerlich begünstigt sind. Doch wir bekommen keine Auskunft. Steuergeheimnis. Bei einer Ausschusssitzung des Hessischen Landtags treffen wir den SPD-Abgeordneten Thorsten Schäfer-Gümbel. Er engagiert sich seit langem dafür, dass die rechten Kaderschmieden die staatliche Förderung verlieren. Alle einschlägigen Verbindungen, das sind mindestens in Hessen die Verbindungen, die der burschenschaftlichen Gemeinschaft angehören, müssen durch die Finanzbehörden überprüft werden. Und zwar dergestalt, dass es nicht nur eine allgemeine Prüfung der Gemeinnützigkeit gibt, sondern konkret die Bücher dieser Hausvereine kontrolliert werden auf Spendenpraxis, auf illegale Spendenpraxis. Das ist, sage ich mal, der Mindeststandard und aufgrund dieser Überprüfung muss dann entsprechend auch die Gemeinnützigkeit aberkannt werden, weil wir davon ausgehen, dort auch einiges zu finden, was dort nicht hingehört. Diese Überprüfung scheint bitter nötig. De facto wurde ein Schreiben zugespielt, in dem ein Insider erzählt, dass die Gemeinnützigkeit auch zur Finanzierung der Besäufnisse missbraucht wird. Weiterhin habe ich mitbekommen, wie die alten Herren Geld zur Finanzierung des Bieres gaben. Sie trugen sich mit den Summen in eine Liste ein, welche später der Kassenwart an sich nahm. Wie ich dem Gespräch entnahm, werden diese Spenden dann als Spenden an den gemeinnützigen Studentenwohnheimverein gebucht und darüber an die Spender eine Spendenquittung ausgestellt. Die Deutsche Burschenschaft sieht in den Vorwürfen lediglich eine politische Kampagne von links. Gerne hätten wir mit einem ihrer Vertreter gesprochen, doch wir bekamen kein Interview. Schriftlich teilt uns ein Sprecher der Deutschen Burschenschaft mit, dass man einer Überprüfung der Gemeinnützigkeit gelassen entgegensieht. Wir haben über dritte Signale erhalten, dass die Finanzbehörden unsere Sicht teilen, dass die Anträge auf Aberkennung der Gemeinnützigkeit einiger Wohnheimvereine politisch motiviert und rechtlich nicht haltbar sind. Wir sind daher optimistisch, dass es nicht zur Aberkennung der Gemeinnützigkeit kommen wird. Dass es auch anders kommen kann, hat das Finanzamt Kassel bewiesen. Als vor 2 Jahren durch de facto bekannt wurde, dass auf einer Veranstaltung der dortigen Burschenschaft Germania der Massenmord der Nazis an Roma und Sinti geleugnet wurde, entzog man das steuerliche Privileg umgehend. Ein Beispiel, das auch in Marburg und Gießen Schule machen könnte. Mittlerweile wurde nach einer Steuerprüfung der Burschenschaft Dresdensia Rugia aus Gießen der Status der Gemeinnützigkeit aberkannt. Doch das Problem mit rechtsextremen Burschenschaften ist damit noch lange nicht gelöst. Wie wir bereits am Anfang der Sendung gezeigt haben, spielten Burschenschaften bei der Entstehung eines geeinten Deutschlands im 19. Jahrhundert eine Rolle. Politische Ziele hatten im 20. Jahrhundert auch Burschenschafter in Estland. Sie setzten sich nach dem Fall des Eisernen Vorhangs für die Unabhängigkeitsbewegung ihres Landes ein. Ein Bericht aus dem September 2004. Wenn sie feiern, dann erfüllen die Mitglieder des Vereins der Studierenden Esten zumindest auf den ersten Blick alle Klischeevorstellungen einer Burschenschaft. Antiquierte Rituale und Initiationsriten, Alkohol, martialisches Gehabe einer studentischen Männergesellschaft.
Die Pflege der alten Tradition, das muss man in Estland immer vor dem Hintergrund der noch ganz jungen Geschichte der Estnischen Republik sehen, sagt uns Karel, der im Verein der Studierenden Esten Ältermann ist. Außerdem sei sein Pferdeschwanz doch schon ein Zeichen für die Modernisierung und Liberalität des Vereins. Wir marschieren nicht, wir fechten nicht. Es ist kein Armee. Während der Sowjetzeit war die Verbindung streng verboten. Die Mitglieder trafen sich trotzdem heimlich und blieben eine Keimzelle der nationalen Freiheitsbewegung. Ich denke, wir in Estland, wir haben die Privilegien, unsere Geschichte nicht zu schämen. Unsere Geschichte der estnischen Nation nicht zu schämen. Und das ist total anders wie in Deutschland. Nationalismus wird von vielen Esten als etwas Positives angesehen. Und deshalb haben auch die Studentenverbindungen in Tartu, die alljährlich am 30. April durch die Stadt ziehen, einen guten Ruf. Immerhin ist aus ihren Farben auch die Nationalflagge hervorgegangen. Ihre Fahnen wehen über vielen Häusern Tartus, wie hier im sogenannten Suppenviertel, wo die Damenverbindung Indler residiert. Heute ist Holz für den Winter gekommen. Zusammen mit den Jungen einer befreundeten Männerverbindung wird das Brennmaterial eingelagert. Schwarze Mützen kennzeichnen die sogenannten Füchse, die Neulinge in der Verbindung, die sich erst bewähren müssen, bevor sie zu den Farbenträgern aufsteigen. Die meisten kommen hierher, um neue Freundinnen zu finden, erzählt Ruth Bender, und um, wie sie es nennt, gesellschaftsfähig zu werden. Dafür nehmen sie auch die strengen Regeln in Kauf, etwa, dass Füchse nicht den Vorstandstisch berühren dürfen. Bei uns ist es so, dass man die Farben nur mit einem Rock oder mit einem Kleid trägt. Weil es ist ein alter Grundsatz, dass eine Dame nur einen Rock trägt. Den Füchsen ist es in dem Punkt mehr erlaubt, die dürfen Fuchsdeckel auch mit den Hosen tragen. Über mangelnden Nachwuchs können sich die Studentenverbindungen in Tartu übrigens nicht beklagen. Gut ein Zehntel aller Studenten sind als Mitglieder registriert. Das war Lexi TV zum Thema Burschenschaften. Auf unserer Internetseite lexitv.de finden Sie wie immer alle Informationen zu den Themen der Sendung. Außerdem können Sie dort auch ein Interview mit den Studenten der Burschenschaft Teutonia aus Jena nachlesen. Wenn Sie mögen, sehen wir uns zur nächsten Ausgabe von Lexi TV wieder. Dann mit